Hallo zu einem neuen Video. Heute sehen wir uns an, was der Data Analyzer in SAP Cloud Analytics ist und für was dieser verwendet werden kann. Bevor wir loslegen, bitte diesen Kanal abonnieren, damit ich euch noch mehr Videos anbieten kann und bedanke mich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Vielen Dank. Und jetzt starten wir los. Was macht der Data Analyzer nun? Dieser ermöglicht schnelle und einfache Ad-Hoc-Analysen basierend auf SAP Analytics Cloud-Modellen, SAP BW-Abfragen und auch SAP HANA Live-Ansichten. Darüber hinaus kann sogar Drill-Down, Datenstatus und auch Analysen als Erkenntnis, sozusagen als Insight, gespeichert werden. Wie man das genau macht, sehen wir uns dann im Folgenden näher an. Im Ganzen kann gesagt werden, es ist zum Teil vergleichbar mit Microsoft Power BI, welches auch gerne für Ad-Hoc-Analysen verwendet wird. Kurzum, in diesem Video erkläre ich, wie man ein Insight im Data Analyzer erstellt auf Basis eines bestehenden SAP Analytics Cloud Modell und wie man dieses auch speichert und sowie auch ein paar grundlegende Funktionen im Data Analyzer. Starten wir los. Zunächst befinden wir uns hier auf der Startseite und ich kann in den Data Analyzer im Menü durch Klick navigieren. Nun, als erste Auswahlmöglichkeit kann ich nun angeben, ob ich aus einer Datenquelle, zum Beispiel SAP BW-Abfragen, SAP HANA Live-Ansichten und viele andere Datenverbindungen, ich mich verbinden möchte, diese Ad-Hoc-Analyse, oder aus einem bestehenden SAP Analytics Cloud Modell. Wir wählen die zweite Option und navigiere nun in diesem Menüfenster auf ein existierendes Modell. In diesem Fall möchte ich die Einkaufsdaten analysieren. Nun erhalten wir ein leeres Arbeitsblatt sozusagen auf dieser Datenquelle. Nun kann ich dieses Template oder diese Vorlage noch weiter spezifizieren, um eine Analyse zu starten. Hierzu navigiere ich im rechten oberen Bereich zum Designer. Dieser ermöglicht mir, Konfigurationen für diese Analyse durchzuführen. Wie man sehen kann, ist die Ansicht sehr ähnlich zu Pivot-Tabellen in Microsoft Excel. Das bedeutet, es ist eine Gliederung zwischen den Measures, hier Konten genannt, und den Dimensionen. Diese kann ich nun entsprechend in den Zeilen oder Spalten angeben. In meinem Fall, beziehungsweise noch ein kleines Detail, wie man hier sehen kann, ist jedes dieser Attribute mit einer Möglichkeit versehen, ob diese in den Zeilen oder in den Spalten angegeben werden soll. Hier möchte ich, dass die Measures nicht in den Spalten, in den Spalten ist und nicht in den Zeilen. Daher wechsle ich nun durch einen Klick die Darstellung der Measures in die Spalten. Als nächstes möchte ich noch eine Auswertung der entsprechenden Lieferanten. Dazu selektiere ich nur den Supplier. Und zu guter Letzt möchte ich auch noch die Einkaufswarengruppe im Bereich angeben. Diese möchte ich dann noch entsprechend in der Darstellung vertauschen, dass die Purchasing Group als erstes dargestellt wird und der Supplier in der nächsten Spalte. Das kann ich ganz einfach mit Drag and Drop hier entsprechend anpassen und wie man sehen kann, erhalte ich nun zu den einzelnen Purchasing Groups hier Brasilien die entsprechenden Lieferanten. Nun, das war eine erste Darstellung der Auswertung und wie man sehen kann, habe ich nun
in kürzester Zeit eine Auswertung der Bereiche, der Einkaufsbereiche, der Lieferanten und den ausgegebenen Spend. Es ist auch hier möglich, über die einzelnen Measures noch weitere Detail-Konfigurationen durchzuführen. Zum Beispiel die Stile kann ich noch bearbeiten, Skalierung, Skalierungsformat, Währung, Dezimalstellen und viele weitere kleine Darstellungsoptionen. Des Weiteren ist es auch möglich, einen Gesamtfilter hier anzugeben. Ich kann beispielsweise hier unter diesem Bereich Story Filter auch eine Eingabeaufforderung hinzufügen. Ich kann hier beispielsweise die Einschränkung vornehmen, aktuelle Periode und die vorherigen, und zwar auf Jahresbasis. Damit habe ich nun das gesamte, den gesamten Datenbereich auf diesen Filter eingeschränkt. Ich kann aber natürlich auch diesen wieder herausgeben. In meinem Fall bin ich mir nicht sicher, in welchen Datumsbereich ich nun filtern muss. Daher gebe ich nun den gesamten Bereich wieder an. Wie man sehen kann, können so relativ einfach und schnell eine schnelle Analyse zu den darunterliegenden Modellen und Daten erstellt werden. Wenn ich nun eine Analyse abgeschlossen habe und eine Erkenntnis oder ein Insight daraus speichern möchte, so kann ich das im Menü unter Datei sichern und kann dann diese entsprechend beschreiben als Einkaufs-Ad-Hoc-Analyse. Diese steht nun zur Verfügung und kann dann auch mit den Kollegen als auch in Stories inkludiert werden. Zusammengefasst kann gesagt werden, dass der Data Analyzer ein vordefinierter betriebsbereiter Dienst in SAP Analytics Cloud für Ad-Hoc-Analysen auf der Grundlage von SAP Analytics Cloud-Modellen, SAP BW-Abfragen und SAP HANA Live-Ansichten ist. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Daten zu exportieren, zum Beispiel als CSV-Datei, als Excel-Datei oder auch als PDF-Datei. Es gibt aber dazu eine Einschränkung, und zwar eine maximale Anzahl an Spalten entspricht ca. 60 und eine maximale Anzahl an Datenzellen in etwa 750.000 nach meiner Recherche. Ich hoffe, ich konnte euch damit den Data Analyzer in aller Kürze vorstellen, und falls du Fragen dazu hast, hinterlass mir einfach einen Kommentar. Ich werde versuchen, dir zu antworten und würde mich sehr freuen, wenn du auch im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg!